Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ihr seht in diesem Video mal wieder, was wir zu dritt, meine beiden Jungs und ich, an einem Tag essen. Es gibt für euch vegane und rohvegane Inspirationen. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich momentan nur 1 bis 2 Mahlzeiten am Tag esse. Davor gibt es grüne Säfte bzw. Getränke, das werdet ihr in diesem Video sehen. Im Video habe ich da nur eine Abendmahlzeit, also Mahlzeit am Tag, gegessen. Und ich kann mir vorstellen, dass es da einige Kommentare dazu geben wird. Wieso isst du so wenig und wir brauchen doch viel mehr Nahrungsenergie. Und als erwachsene Frau braucht man doch so und so viel Kalorien, um leistungsfähig zu sein. Ich muss sagen, ich habe in den letzten 17 Jahren erfahren, dass es nicht so ist. Ich glaube nicht mehr an die Kalorientheorie. Ist ja auch nur eine Theorie. Die Praxis kann eben anders aussehen. Meine Erfahrung ist, je einfacher ich esse, das ist für mich einfach Rohkost mit wenigen Kombinationen oder Monomahlzeiten, je mehr ich auf Darmreinigung achte, regelmäßig faste und das intermittierende Fasten betreibe, umso weniger Nahrung benötige ich. Wer mit dem Begriff intermittierendes Fasten nichts anfangen kann, dem verlinke ich mein Video dazu oben rechts in den Infokarten. Und es ist wirklich erstaunlich, vor 17 Jahren, als ich das erste Mal für mehrere Monate Rohkost probiert habe, habe ich noch 4 bis 5 Mahlzeiten gegessen. Jetzt nach 17 Jahren und diesem langen Weg, diesen Reinigungsweg, benötige ich nur noch 1 bis 2 Mahlzeiten. Und das Wichtigste, ich bin sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich damit. Es ist für mich pure Lebensfreude, purer Genuss, diese einfachen Mahlzeiten zu essen und zu wissen, dass ich meinen Körper nicht überlaste und nicht überreize. Ich habe vor vielen Jahren das Buch Wir fressen uns zu Tode von Galina Shatalova gelesen. Das hat mich damals erstmal ein bisschen schockiert. Dieser Titel ist ja doch recht provokant. Aber im Endeffekt war es mit das prägendste Buch, was ich in den letzten 15, 16 Jahren gelesen habe, denn ich habe das erfahren, was sie auch in ihrem Buch beschrieben hat. Sie meint, dass wir unseren Körper mit viel zu viel Nahrung überlasten und damit auch die Organe. Wir könnten 150 Jahre alt werden und leistungsfähig dabei sein. Und es ist wirklich ein hochinteressantes Buch. Sie hat auch ganz viele Experimente mit ihren Patienten gemacht und es ist wirklich erstaunlich. Und jeder kann das ja an sich selbst erfahren. Da muss ich einfach nur viel Zeit und Geduld und nehmen und auch das richtige Wissen, um diesen Weg zu gehen. Und was für mich ganz wichtig ist, es ist kein Verzicht. Ich verzichte nicht auf Nahrung. Ich benötige einfach von mir heraus, aus meinem Bauchgefühl, aus meiner Intuition heraus, wie mein Körper sich anfühlt, was mein Innerstes mir sagt, nur noch 1 bis 2 Mahlzeiten am Tag. Und die genieße ich mit voller Inbrunst. Und das ist für mich absoluter Genuss und Lebensfreude. Genau, es gibt auf alle Fälle noch separate Videos zum Thema, warum ich so wenig esse und warum ich mich ständig reinige. Das hängt aber alles auch mit den Punkten zusammen, die ich jetzt am Anfang des Videos erwähnt habe. Ich wünsche euch aber erstmal ganz viel Spaß mit diesem Video. Bis bald. Heute ist Pfingstsonntag und ihr seht in diesem Video, was wir an diesem Tag alles zu dritt essen. Ihr seht hier Spirulina-Presslinge für die Jungs, für jeden 3 Stück. Wir verwenden das Spirulina von Pure Raw. Das ist deutsche Spirulina. Diese Mikroalge wird in der Algenfarm in Klötze angebaut. Letztes Jahr habe ich mit Freunden diese Algenfarm besucht und mit Christian von Raw Spirit, den Algenfarmleiter, interviewt. Dazu gibt es auch ein Interview. Und wer es noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich es oben rechts in den Infokarten. Und was ich sehr an diesem Spirulina schätze, ist nicht nur, dass es in Deutschland angebaut wird, sondern auch in einem geschlossenen Glasröhrensystem. Das heißt, es ist nahezu schadstofffrei. Und es ist einfach ein geniales Superfood, ein geniales Nahrungsergänzungsmittel bzw. auch ein geniales Lebensmittel. Und ich bin so glücklich, dass meine Jungs jetzt seit einer Woche jeden Morgen 3 Spirulina-Presslinge zu sich nehmen. Denn Spirulina enthält nicht nur viele wichtige Nährstoffe, sondern auch eine ordentliche Portion Chlorophyll. Und gerade für meinen Jüngsten, der sich so der Rohkost nicht so öffnet, also der kein rohes Gemüse isst, kein grünes Blattgemüse, keine Sprossen, kaum Wildkräuter, für den ist das total wichtig, weil er sich denn jetzt so mit wichtigen Nährstoffen versorgen kann. Und die nehme jetzt seit einer Woche jeden Morgen 3 Presslinge. Ab Montag werde ich die Dosis etwas erhöhen, dann gibt es 4, eine Woche später gibt es 5, sodass sie irgendwann so 8 bis 10 Tabletten pro Tag dann einnehmen. Ihr findet den Link zu diesen Spirulina-Presslingen auch unten in der Infobox. Gegen 10.45 Uhr essen die Jungs ihre erste Mahlzeit für heute. Für Silas, den Kleinen, gibt es eine Portion Mango und für Simon, den Großen, gibt es ein Stück Wassermelone und eine kleinere Portion Mango. Gegen 12.30 Uhr für die Jungs gibt es aufgetaute Beeren, Himbeeren und
Wildheidelbeeren. Für Silas gibt es nur eine Portion Himbeeren, der mag keine Heidelbeeren. Und für Simon gibt es eine größere Portion Wildheidelbeeren und dann noch ein paar Himbeeren dazu. Kurz vor 14 Uhr nascht Simon noch ein paar getrocknete Maulbeeren. Gegen 14.10 Uhr, jetzt nehme ich die erste Mahlzeit bzw. die erste Flüssigkeit am Tag zu mir. Das hier ist jetzt ein Getränk aus ca. 250 ml destilliertem Wasser und da habe ich einen Teelöffel getrocknetes Papaya-Blattgrünpulver hineingegeben und einen Teelöffel grüne Lichtkraft. Und dieses Papaya-Blattgrünpulver, das schmeckt sehr bitter, enthält auch viele wichtige Inhaltsstoffe. Und diese grüne Lichtkraft, das ist ein Grassaftpulver aus Gerstengras und Weizengras. Und das ist eine geniale Mischung mit vielen wichtigen Inhaltsstoffen, wertvollem Chlorophyll. Und die Bitterstoffe habe ich in den letzten 4-5 Wochen extrem zu schätzen gelernt. Während meiner Parasitenkur habe ich regelmäßig Papaya-Blattgrünpulver zu mir genommen. Und die Verbindung Chlorophyll und viele Bitterstoffe, das mögen die Parasiten überhaupt nicht. Dieses Papaya-Blattgrünpulver hat mir meine liebe Freundin Maria aus dem Senegal mitgebracht. Die war im April zu Besuch und da habe ich mir gleich eine ordentliche Portion bestellt, weil ich gelesen habe, dass das Papaya-Blattgrünpulver antiparasitär wirkt. Gegen 14.15 Uhr gibt es noch eine Mahlzeit für die Jungs. Für Silas gibt es Blumenbrot. Das besteht zum Teil aus Buchweizen, zum Teil aus Reis und Buchweizen mit Aprikosenkernmus. Das mag er sehr gern. Dieses Aprikosenkernmus gibt es von Rapunzel in Bioläden. Für Simon gibt es ein bisschen Rohkost und gedämpftes Gemüse. Er hat sich grünen Spargel gewünscht mit Champignons, da ist auch noch gedämpfter Knoblauch dabei, ein bisschen Alsan und Salz. Dann gibt es noch Gurke und Paprika dazu. Gegen 14.35 Uhr gibt es für mich nochmal einen grünen Saft und der besteht diesmal aus destilliertem Wasser, einem Teelöffel Neemblattpulver. Neem enthält auch viel Chlorophyll und vor allem noch viel mehr Bitterstoffe als Papaya-Blattpulver. Also das ist nochmal so richtig schön bitter. Und diesem Ganzen habe ich auch nochmal einen Teelöffel grüne Lichtkraft beigemischt. Gegen 15 Uhr essen die Jungs noch einen Rohkostkuchen. Das ist der berühmte Schoko-Bananenkuchen. Dazu habe ich auch vor 3 Jahren ein Rezept veröffentlicht hier auf meinem Kanal. Ich verlinke euch das Video oben rechts. Und dazu gibt es auch einen Rezeptartikel auf meinem Blog. Wer dann lieber liest und sich die Zutaten herauskopieren will, der kann auch einfach mal unten in die Infobox schauen. Da gibt es den Link dazu. Und dieser Kuchen, der besteht aus ganz wenigen Zutaten, Mandeln, ich habe auch noch ein paar Walnüsse dazu genommen und diesmal habe ich auch noch was anderes verwendet für diesen Teig sozusagen. Und zwar gibt es von Vita Sprosse so eine Art Mehl. Das besteht aus gekeimtem Braunhirsemehl, gekeimtem schwarzen Sesam, Hanfsamen, Baobabfruchtpulver, gekeimten Sonnenblumenkern, gekeimten Chia, Lukumapulver und Steinpilze. Und da habe ich einfach ein Teil der Nüsse durch dieses Pulver ersetzt, durch dieses Mehl. Dann habe ich mit Datteln und getrockneten Aprikosen gesüßt und dann noch ein bisschen Kakao und Karob, Kakaonips, ein bisschen Vanille und genau, das mögen die Jungs total gern. Gerade mein Jüngster, der liebt diesen Kuchen, der lässt dafür alles stehen und liegen. Wir waren jetzt am Nachmittag noch am Markleberger See, wir waren spazieren, haben die Natur genossen und teilweise auch die Sonne, die dann doch noch zum Vorschein kam. Und Natur, Bewegung und Sonne, das sind ja auch Dinge, die uns nähren. Es war ein wunderschöner Ausflug und wir haben es sehr genossen. Und jetzt ist es gegen 17.15 Uhr und Simon möchte etwas Melone essen, Wassermelone, die hat die Oma heute mitgebracht. Und Simon möchte die Hälfte dieses Wassermelonenstückes jetzt essen. Für Silas gibt es jetzt Reismilch, hat die Oma heute auch mitgebracht und dazu gibt es glutenfreie Kekse und eine Schokolade, die mit Stevia gesüßt ist. Die ist vegan, also milcheiweißfrei und mit Stevia gesüßt. Gibt es übrigens im Reformhaus. Gegen 17.30 Uhr gibt es für mich einen meiner liebsten frisch gepressten grünen Säfte und dieser Saft besteht aus einer Gurke, einem großen Bund Wiesengras, frischem Ingwer und frischem Kurkuma. Und diesen grünen Saft habe ich dann noch mit etwas destilliertem Wasser aufgegossen. Gegen 18.10 Uhr vor dem Abendbrot möchte Silas noch etwas Blumenbrot mit Aprikosenkernmus. 18.30 Uhr vor meiner Abendmahlzeit gibt es noch mal etwas Grünes. Das ist eines meiner Lieblingsgetränke.
Das ist ein Chlorella Trinkkokosnusswasser. Da habe ich einfach den Inhalt einer Trinkkokosnuss mit 2 gehäuften Esslöffeln Chlorella-Pulver vermischt. Vor seiner Abendmahlzeit trinkt Silas noch etwas Aroniasaft, puren Aroniasaft. Gegen 19.10 Uhr, das was ihr hier seht, das ist die Abendmahlzeit von mir und meinem jüngsten Sohn Silas. Der Simon ist seit ca. 17.30 Uhr nicht mehr da, der übernachtet heute bei seinem besten Freund. Silas hat sich Quinoa gewünscht, das mag er sehr, sehr, sehr gerne. Und wie das halt so für Silas typisch ist, ohne Gemüse. Das Einzige, was an diesen Quinoa mit dazu getan werden darf, sind Sojasauce, ein bisschen Salz, ein bisschen Kokosöl und Hefeflocken. Und da steht so entsteht eine bestimmte Soße, und da sagen meine Jungs immer Fischsoße dazu. Ich weiß gar nicht so genau warum. Sie sagen mir immer, das schmeckt nach Fisch. Ich empfinde das nicht so, aber meine Jungs sagen, das schmeckt nach Fischsoße. Ihnen schmeckt die Soße sehr gut, und dann mache ich sie eben auch immer regelmäßig für die Jungs. Das, was ihr hier seht, das ist meine Abendmahlzeit. Das sind Romana-Tomaten mit ein bisschen Zwiebel und ganz viel Knoblauch und Kräutern. Dazu gibt es Gurke, selbstgezogenes Sonnenblumengrün und frischen Majoran. Der ist nicht selbstgezogen, den habe ich im Bioladen in einem Topf gekauft. Und danach esse ich einen Salat aus Sauerkraut, Avocado-Würfel, kleingeschnittenem Sonnenblumenkerngrün und das grüne Pulver, was ihr hier seht, das dunkelgrüne Pulver, das ist Spirulina-Pulver. Was ist Spirulina-Pulver? Das grüne hier, siehst du? Dieses pulverige hier. Zum Schluss gibt es für mich noch das Fruchtfleisch der Trinkkokosnuss. Ich hatte ja schon vor meiner Abendmahlzeit ein Chlorella-Trinkkokosnuss-Wasser getrunken. Das ist jetzt hier von dieser Trinkkokosnuss gewesen. Und jetzt esse ich das köstliche, frische Kokosnussfleisch. Gegen 20 Uhr für Silas gibt es 3 Chlorella-Presslinge. Wir verwenden auch das Chlorella von Pure Raw. Dieses Chlorella wird auch in Klötze in der Algenform angebaut, enthält auch viele wichtige Nährstoffe, viel Chlorophyll und ist auch für eine Schwermetallausleitung geeignet. Die Jungs nehmen jetzt seit ca. 2 Wochen jeden Abend Chlorella-Pressling. Ich habe mit 2 Presslingen gestartet. Jetzt in dieser Woche waren es 3, und ab nächste Woche, ab Pfingstmontag, gibt es dann 4 Chlorella-Presslinge pro Tag, und das werde ich dann auch noch weiter in den nächsten Wochen erhöhen. Den Link zu diesen Chlorella-Presslingen findet ihr auch wieder in der Infobox.